Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Maker 2. Ich habe jetzt endlich diesen Antriebshosen-Dingsbums. Und wer nicht weiß, wie man den bekommt, aber den unbedingt haben will, dafür muss man nämlich einfach. Ich wollte ihn auf jeden Fall unbedingt haben. Dafür muss man in dieses vernetzte Spielen gehen und dann eine Runde miteinander gewinnen. Und ich muss sagen, dieser Miteinander-Modus ist tatsächlich auch ganz witzig. Wenn die Level denn stimmen. Wenn man sich da wirklich miteinander kommunizieren muss und was weiß ich. Das ist das ganz witzig. Aber heute machen wir eine Endlos-Herausforderung. Und zwar auf sehr schwierig, denn ich will endlich mal einen neuen Rekord von mindestens 2 da haben. Das wäre ganz toll. So, mal gucken, ob ich immerhin Level 1 schaffe. Dann hätte ich schon mal meinen Rekord eingestellt. Wäre auch schon mal eine gute Sache. By the way, wenn ihr auf dieser Endlos-Challenge steht, auf sehr schwierig, da kann ich die Videos vom Banzai-Chuck sehr empfehlen. Das ist ein sehr kleiner YouTuber. Ich glaube, der hat nicht mal 100 Abos. Aber seine Skills sind ganz nice. Und bei diesen Endlos-Challenge-Dingern ist er ganz geil. Ja, ganz geil. Und er hat mich jetzt auch quasi geil gemacht. Auf diese Endlos-Dinger. Oh Gott. Ja, lell. Und ich merke gerade, mein Skill ist nicht so hoch wie seiner. Oh Gott. Ja, also ganz klar, wir müssen hier einfach da immer den Pfeil hinterher. Oh Gott. Ich krieg... Komm mal. Mario. Okay. Oh, nö, ey. Und überall diese Stacheln. Ich hasse Stacheln. Das habe ich schon im letzten Video gesagt. So, die Lebensdinger brauchen wir nicht mehr. Ich bin zu blöd dafür. Ach, in diesem Stil kann man aber doch auch so eine seitliche Attacke machen, oder? So eine in der Luft Drehattacke. Ja, genau, das war in diesem Stil. Heißt, ich bin zu blöd für diesen Wandsprung. Man muss nach rechts drücken, an die Wand dran, um nach links einen Sprung zu machen. Sakupen Hell. Das ist tatsächlich eine Hell hier. Pow, pow, woo. Okay, nochmal. Ja! Okay, jetzt haben wir es, Leute. Jetzt haben wir es. Wir haben auch genug Zeit. Das heißt, wir können hier erstmal chillen. So, ich glaube, da kann ich auch ein... No. 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 Ich bin so ein Vollidiot. Okay. So. Ja. Du da mal rum. Ich mache das hier auch so. Okay. Nein. Okay, easy. Ist doch gar nicht so schwer. Oh Gott. Okay, da hatte ich Angst. Aber sollte auch so passen, oder? Wenn ich einfach rüberhüpfe. Okay. Bitte eine Flagge. Dann hätte ich zumindest... Ja, eine Flagge. Ich habe eine Flagge, Leute. Okay, also da müssen wir uns die ganze Zeit drehen. Aber ich habe eine Flagge. Oh Gott, ob ich das hinbekomme mit den 30 Leben. Ja, wir kriegen auf jeden Fall 3 Leben zurück. What the hell ist hier der Plan? Kann man irgendwie langsamer fallen? Hätte ich irgendwie einen Pilz gebraucht oder so? Hä? Ich spam das, aber ich... Hä? Fehlt mir irgendein Trick? Dann kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass man sich ducken muss. Und... Oh. Ah, man kann sich aber nicht ducken in der Luft. Dann macht man gleich so eine Stampfattacke. Ja, nee, da keine Ahnung. Nach oben drücken und diese Dinger machen, bringt halt auch nichts. Ich raff's halt nicht, Leute. Was muss ich denn hier machen? Die Thwomps müssen halt irgendwie vor mir runter, aber... So eine Attacke und dann... Nee. Da ist man auf jeden Fall auch zu schnell. Dass man irgendwie die Stampfattacke antäuscht, aber dann doch eine Drehung macht oder so. Ja, keine Ahnung. Entweder ich brauchte irgendwo einen Pilz, dass ich durch die durch kann oder so. Habe ich nicht gerafft. Und sonst alles, was ich ausprobiert habe, ging ja nicht. Ah, tolles Level. Probieren wir gleich nochmal. Ich will übrigens bei dieser Challenge natürlich kein Level überspringen, weil das ist für mich Cheaten, sondern wir nehmen das, was wir bekommen. Bullet Hack von einem Amerikaner. Ein Autoscrolling-Level, alles Klärchen. Das klingt doch schon besser. Kann man hier rutschen? Ja. Oh. Ab in die Röhre rein. Wo ist das? Achso, jetzt kommt der Autoscroller. Und wir kriegen eine Clownskutsche. Das ist doch nett. Ich glaube, das ist nett. So ein... Oh, ein vertikaler... Vertikal? Ist das vertikal? Alles... Ein senkrechter... Ein senkrechter Autoscroller, wo alles nach dir schießt. Das ist nett. Wir müssen auf jeden Fall irgendwann mal da hoch. So, ja, das sieht doch ganz okay aus. Aber senkrechte Autoscroller sind natürlich assig. Alles, was uns trifft, oh Gott, tötet uns halt. Wie geht? Meint ihr, ich kriege in meinem Leben nochmal eine Challenge, eine Endless-Challenge? Auf 2 irgendwie zu kriegen? Ich glaube, mit 2 geschafften Endlos-Challenges-Dingern auf sehr schwierig, dann ist man, glaube ich, schon in den Top 20.000 oder sowas drin. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Das war dann schon ein richtig geiler Typ. Alles klar. Den Bullet Bill unten getroffen und deswegen in das Feuer reingegangen. Alles Klärchen. Schöne Level hier. Und ich habe die Befürchtung, da
dass man hier auch nicht wirklich Leben bekommt. Vielleicht ganz am Ende, aber vermutlich nicht. Und ich habe auch die Befürchtung, dass man eventuell hier auch mal so rausgehen muss, weil man sonst einfach stirbt. Okay, wir gehen jetzt einfach schon mal hoch. Passt schon, Leute, passt schon. Passt schon, wir springen, wir werden trotzdem getroffen. Geil. So, einmal warten wir noch. Aber wenigstens ist ja eine witzige Rutschpartie am Anfang. So, wir müssen halt machen, dass die nach unten schießen. Schießt mal nach unten, ihr kleinen Wesen. Ihr Piranha-Pflanzis. Und dann muss ich halt während... Hä, das ist voll assi. Wie habe ich das dann beim ersten Mal wieder hinbekommen? Der erste Versuch ist irgendwie immer der beste bei mir. Danach denke ich dann zu viel nach und alles ist doof. Hui. Und ich sehe gerade, wir müssen auch 3 Schlüssel oder so einsammeln. Oben links ist halt irgend so eine Anzeige mit 3 Sachen, die man haben muss. 3 Schlüssel, 3 Schlüsselteile. Aber Schlüsselteile werden doch sonst immer oben rechts angezeigt, oder? So, wir lassen die unten hinschießen. Unten. Und dann gehen wir nach oben. Ich glaube, das ist der Trick. Ich glaube, das ist der Trick, auf den alle gewartet haben. So, so, dann hier so ein bisschen ausweichen. Und jetzt wird assig, weil jetzt kommen diese komischen Dinger. Ich glaube, die müssen wir auf jeden Fall kaputt machen, sonst sieht das nicht gut aus. Da ist ein Fomp, der sich immer hin und her dudelt. Alles gleich, denn solange keine weiteren roten Bullet Bills rauskommen, ist alles cool. Das... No! Ich bin rausgesprungen! Ich bin rausgesprungen! Oh nein! Okay, soweit so gut. Jetzt kommen hier wieder diese ekligen Dinger. Okay, schön in der Mitte bleiben, dann trifft man nämlich beide, wenn man raushüpft. Oh shit, oder man trifft einfach gar keinen, aber die töten sich auch selber, oder? Töten die sich selber, wenn sie sich treffen? Nö, die kommen einfach wieder. Alles klärchen. Wieso ist der Zombie jetzt nicht losgegangen? Du Blödsack, du. Das ist ohne Witz richtig schwer hier. Ja, endlich mal beide getroffen. Okay, es wird natürlich noch einer kommen. Also noch 2, aber die werden mich, glaube ich, nicht allzu sehr stören. Hoffe ich einfach mal. Wenn wir die einfach alle treffen. Ja, okay, wir haben 3 auf einmal getroffen. Ja, wir sind weiter als vorher. Und diesmal sind wir auch nicht einfach rausgesprungen, um zu sterben. Okay, das sieht doch machbar aus. Ich habe... Oh, jetzt kommt auch noch eine Sonne dazu. Ich fasse es nicht. Diese senkrechten Level können halt auch übelst lange dauern. Also es geht, da kann es wirklich richtig, richtig weit nach oben gehen. Okay, der hätte uns auch zerdrücken können, wenn es schlecht gelaufen wäre. Okay, okay. Kriege ich höchstwahrscheinlich auch nicht hin. Verdammt. Wenn es dann wenigstens mal ein Power-Up irgendwo geben würde. Ich bin mir sicher, irgendwo gibt es sogar einen Pilz. Ich habe ihn nur noch nicht gefunden. So, ihr geht mal beide kaputt. Und wir gehen hier schnell weiter, ohne zu sterben. An sich, diese Clownskutsche lässt sich ja recht angenehm steuern. Gleich kommen die wieder von oben. Jetzt kommt ja gleich wieder die Sonne, auf die ich gar keinen Bock habe. Die Sonne soll mir, glaube ich, verdeutlichen, dass es wohl eigentlich einfacher ist, wenn ich unten rumgammel. Ah ja, die können wir auch töten. Allerdings, wenn ich zu weit oben bin, dann knall ich halt auch gegen alles Mögliche gegen. Ey, dieser Swamp! Aber wisst ihr was? Ich guck mal ganz kurz nach, ob es hier vielleicht irgendwo einen Pilz gibt. Aber ganz offensichtlich nicht. Wenn, dann auf der anderen Seite vielleicht. Schon wieder rausgesprungen. Ist es überhaupt möglich, da nach unten rauszuspringen? Ohne Witz, man springt doch und dann springt man wieder rein. Ah, wenn man nach oben fährt, während man rausspringt, dann ist alles kacke. Ja, das war dumm. Das war sehr dumm, da stimme ich euch zu. Vielleicht gibt es aber ja am Anfang noch irgendwie einen Pilz. Das wird nämlich so krass helfen, wenn man einfach groß ist am Anfang. Sieht leider schlecht aus. Hier auch nicht irgendwo? Nö, scheinbar nirgendwo ein Pilz. Wieso einfach? Oh, dieser Swamp nervt so ultra krass. Warum? Das ist, glaube ich, egal. Man kann die doch von unten treffen, aber dann schubsen sie einer hoch in diese anderen Kackkugeln. Gut, unten bleiben ist auch keine gute Idee, weil dann diese roten Dinger wieder ankommen. Die sind super nervig, die sollte man am besten beide mit einem mal töten. Der wird nämlich gleich wieder ein Problem, dieser eine. Sehe ich schon kommen. So, stirb einfach, du komisches Kackding. Du kannst mich auch mal. Nö, 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 ich fahr weg hier, keine Lust auf euch. So, ist er. Nein, der Rote ist halt immer noch da. Wie nervig bist du da? Mann, jetzt hat er mein Gefährt nach oben geschleudert, während ich rausgesprungen bin und deswegen ist mein Gefährt zu weit oben gewesen. Das Level ist doch scheiße. Wieso kriege ich immer so schwere Level? Dass ich auch mit dieser Kutsche einfach gar nichts machen kann. Kein Pilz, kein gar nichts. Ist einfach nur ultra schwer. Ich krieg nicht sehr schwierig, ich krieg unmachbare Sachen. Oh ja, das macht immer so Spaß gegen diese roten Dinge. Oh ja, macht das Spaß. Okay.
So, überall kugelhell hier. Eine komische Sonne, die einen nerven soll. Wir müssen gleich nach rechts auf jeden Fall. So, komm, wir töten hier mal kurz die komischen Dinger. Sonst nerven die uns nämlich gleich hier oben. Habe ich keine Lust zu. So, dem ausweichen. Jetzt gehen wir nach oben, mehr oder weniger. Oh, so weit war ich noch nie, so weit war ich noch nie, so weit war ich noch nie. Okay, 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 okay. Gut, das wird nix. Buh, scheiß Level. Welcher Fortschritt? Und noch einmal! Auf geht die Wildfahrt! One Dutch and Dutch. Oh ja, Dutchen ist richtig geil. Und sammle mindestens 75 Münzen. Yo, hab ich richtig Bock. Rätsellevel, hat er auch noch gesagt. Ja, Rätsellevel sind auch immer richtig gut. Der fällt runter! Kann man die wenigstens töten, wenn man auf die rauf geht? Da ist das erste Leben schon mal weg. Alles klärchen. Hier, komm. Ich will einmal ausprobieren, ob ich einfach auf die rauf gehen kann. Jo, okay. Kann man töten? Kann man töten. Kann man töten. So, dodgen. Der kommt. Ja, okay, deswegen dieses One. Okay, verstanden. So, den dodgen wir jetzt einfach. Ah, lol. Da kommen natürlich auch endlos Dinger raus. Okay, wir müssen also die ganze Zeit weiterlaufen. Einer. Ist hier vielleicht ein Power-Up drin? Nö, natürlich nicht. Warum auch? So, den warten wir noch kurz ab und dann sollten von oben erstmal keine neuen mehr kommen. So, dann haben wir da schon mal keine. Das ist doch scheiße. Kann man einfach durchlaufen vielleicht? Komm, wir laufen durch. So, lass mich durch. Ich bin Arzt und Mario und überhaupt. So, wir laufen einfach durch. Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht eine gute Idee, einfach die ganze Zeit durchzulaufen. Okay, okay, das sieht doch gut aus. So, zumindest besser als eben. Wir folgen den einfach mal. Wo führt er mich hin, hä, ihr Kleinen? Ja, die haben sich sogar gegenseitig getötet. Wie gut ist das denn? Oh, 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 okay. Du machst das jetzt aber nicht die ganze Zeit hier, oder? Nee, der ist weg. Hier laufen wir einfach rum. Rüber, 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 rüber. Bitte mal ein Power-Up oder sowas. Da ist einfach so ein riesiges Viech. Was kommt da raus? Okay, den müssen wir auch mitnehmen. Heißt, den müssen wir anpassen, während er rauskommt. Oh Gott. Toll. Wie sollen wir das machen? Gott, also wir müssen auf jeden Fall mit einer Spin-Attacke über den rüber. Okay, okay, soweit so gut. Tut der mir weh? Der tut mir garantiert irgendwann... Lol, irgendwann weh. Okay, da kommt ein Teil raus. Ich vermute einfach mal, man kann da auch nirgendwo rein. So. Nein! Okay. Wo ist der Plan? Was ist der Plan? Ah, okay. Okay. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass ich noch lebe. Da kommt einfach ein... Ist das ein Feuerspucker? Ja, das ist ein Feuerspucker. Die haben alle komische... Warum? Vor allem, wo kommen die her? Okay, egal. Ich lebe immer noch. Da kommt garantiert wieder irgendwas raus. Ich laufe einfach weiter. Vielleicht ein Power-Up? Nö. Oh, nö, Fallschirmspringer! Das ist ein Angriff auf meine Privatsphäre. Ich will das nicht. Hier können natürlich auch überall Kaiseblöcke sein. Da ist einfach gar nichts drin. Vielleicht kommt da ein Power-Up raus. Hallo? Hallo, Pipe? Ist da vielleicht irgendwas drin? Ich habe Angst, dass ich da unten sterbe. Ich mache mal eine Spin-Attacke. Okay, ich habe das Gefühl, die zwei... Bei der Hälfte des Levels ist einfacher. Und wir brauchen ja auch Münzen, da habe ich eben gar nicht drauf geachtet. Wir hatten zwar relativ viele Münzen gerade, 45 oder sowas von 75, aber da stand ja nicht, dass wir alle Münzen zum Beispiel brauchen. Aber wir sollten schon darauf achten, dass wir zumindest ein paar mitnehmen. Heißt, wir müssen hier auch auf jeden Fall... So. Was läuft? Ich folge euch. Set me to your people, please. Wir müssen auf jeden Fall diese Blöcke und sowas aktivieren. Weil sonst ist böse. So, die kommen ja auch beide noch mal runter. Die töten sich aber gegenseitig. Die müssen wir mitnehmen. Immer schön alle Münzen mitnehmen. Okay. Aber auch noch eine Münze. War hier irgendwas Böses? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ach, der tut. Der tut. So, rauf auf ihn. Okay. Heißt aber auch, wir müssen eventuell... Ach nee, da, okay, ich dachte, da ist vielleicht mehr drin. Hier, töte. Wir können ihn mitnehmen! Aber wir können ihn... Ah! Wir können ihn uns nicht aufsetzen. Nee, 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 dann gehen wir weg. Boah, der wäre doch gerade fast rausgegangen. Das wäre böse gewesen, wenn das passiert wäre. Okay. So, auf die Fallschirmspringer hier. Angriff von oben müssen wir auf jeden Fall auch achten. Okay, diesmal haben wir auf jeden Fall mehr Münzen als beim letzten Mal. Die nehmen wir auch alle mit, ganz klar. Da kommt von hinten schon ein Gegner. Okay, das ist jetzt natürlich böse. Könnt ihr euch gegenseitig töten? Okay, die fallen zumindest runter. Folgen wir dem einfach mal oder was ist der Plan? Hey, Dude. Ich folge dir mal, ja? Du fällst bestimmt gleich runter. Fällt er tatsächlich? Okay. Fällt er runter? Er fällt runter. Sehr schön. Hier haben wir auch nochmal zwei Münzen. Sieben fehlen noch. Da kam gar nichts raus. Wenn wir runtergehen, dann sind wir wahrscheinlich tot. Spin Attack. Ah, wir müssen uns halt auch ein bisschen beeilen. Da kommt wieder so ein blöder Sack runter. Das habe ich mir gemerkt. Stirbt der? Nee, der stirbt nicht mal. Spin Attack.
Okay, das ist assig. Was ist das denn, ey? Ich glaube, wir müssen auch relativ schnell durch. Oh, aber wir hatten 74 Münzen. Lief ganz gut. Das wirkt auf mich auf jeden Fall sehr, sehr machbar, muss ich sagen. So, okay. Da kommt wieder sowas Komisches raus. Den können wir einfach dran vorbeilaufen lassen. Oder wir laufen halt selber vorbei. Aber ich glaube, wir sind nicht schnell genug. Die fallen ja sowieso runter. Wir können auch einfach vor ihm dadurch, naja. Okay, alles easy. Da oben kam wieder gar nichts raus. Ich weiß immer noch nicht, was unten ist. Ob da überhaupt irgendwas ist. Ich glaube, da ist einfach nur der Tod. So, auf den müssen wir auf jeden Fall warten. Ich glaube, der ist sonst zu assig. Und jetzt müssen wir gleich mal drauf achten, wenn wir da runtersliden, dass wir vielleicht vorher abbremsen. So. Anpassen, anpassen, anpassen. Oder wir hatten einfach nur richtig viel Pech, dass der von oben uns getroffen hat. Nee, ist kein Pech. Wenn man das slidet, dann slidet man aber wahrscheinlich genau in den Abgrund rein, oder? Oder kann man einen Teil überspringen? Durch Sliden. Okay, da braucht man ein bisschen mehr P-Speed. Aber diesmal lasse ich ihn vorbeilaufen, denn ich wollte eigentlich noch mal ganz kurz hier oben nachgucken. Vielleicht ist hier ja noch irgendein Block oder sowas. Sieht aber nicht so aus. So ein Power-Up wäre halt schon nice. Ja, okay, das ist jetzt natürlich kacke. Ein Power-Up wäre nämlich schon ganz nice. Gut, bilden wir einmal eine... Fucking, ja, okay. Wenn man sich da also zu viel Zeit lässt und mal nachguckt, ein bisschen sein Abenteuertrieb nachgeht, dann ist man auch tot. Oh, Mann. Nur so traurig, weil das Level halt easy machbar ist, glaube ich. Scheint nicht so schwer zu sein. So, könnt ihr mal bitte ein bisschen schneller hierher kommen? Der schneller runterfallen? Okay, diesmal hat es wieder gelangt. Das ist sehr gut. Dann kann ich hier nämlich ein bisschen Zeit sparen zumindest. Wenn ich hier einfach früher losgehe, dann... Nee, der kommt trotzdem immer. Der ist so getypt, dass er hier immer schön am Rumnerven ist. So, die fallen dann da runter halt. Kann ich hier vielleicht noch irgendwo hoch? Ist hier vielleicht irgendwo ein Power-Up? Oh Mann, ey. Okay, wisst ihr was? Ich probiere es einmal aus. Einfach nur rutschen. Okay, man rutscht da tatsächlich rüber. Und dann muss man hoffen, dass die von oben nicht direkt auf dich runterfallen. Auch die Frage, ob ich hier überhaupt die Münzen brauche. Weil so viele sind jetzt... Na doch, ein paar sind halt drin, ne? Okay, relativ von der Kante und sobald der Typ da runterfällt, sofort los. Das ist super knapp hier alles. Aber bis hier geht das zumindest recht gut, möchte ich meinen. Umso trauriger, dass ich davor schon so oft gestorben bin. Der ist hier auch assig geteilt, muss ich sagen. Aber alles machbar. So, und jetzt müssen wir mit denen irgendwie mitfliegen. Ja, wahrscheinlich wäre das besser, wenn man sofort losgeht, ne? Da nicht lange warten, sondern sofort los, weil sonst sind da zu viele aus der rechten Röhre schon rausgegangen. Und das bedeutet mehr Möglichkeiten, dass die von oben auf dich runterfallen können. Das ist schlecht. So, noch spawnt nämlich nichts aus der rechten Röhre. Ich glaube, dieser Block da ist einfach böse. Okay, aus dem spawnen jetzt schon Sachen, das ist auch schlecht. Aus der rechten Röhre halt noch nicht. Das heißt, die lassen wir hier. Ja, das hat funktioniert. Nice, 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 nice. Okay, uns fehlen noch zwei Münzen, aber die kriegen wir schon irgendwo her. Easy. Okay, ich kann auf jeden Fall ins Ziel. Wenn ich jetzt noch irgendwo das Ziel finde... Wieso kommen da Sachen runtergeduddelt? Nein, hätte ich vor denen hier sein müssen... Nein. Oh, und dann musst du da noch ganz schnell durchlaufen, um schneller zu sein als die. So, sofort los. Bitte verfolgt mich doch nicht. Das ist nicht nett. Okay, so. Die Münze nehmen wir natürlich trotzdem noch mit. Eine Münze fehlt noch. Die kriegen wir hier auf jeden Fall. So, die aktivieren wir diesmal nicht. Und wir laufen sofort los, weil sonst ist hier alles böse. So, sofort los. Der ist trotzdem böse. Aber ist okay. Da sind komische Stachis. Bitte kann hier das Ziel sein. Oh, okay. Könnt ihr nochmal runter? Ich hoffe, die müssen nicht oben sein. Ich hoffe, das hat er recht nett gemacht hier. Oh, das ist das Ziel. Ich hab mal ein Level geschafft. Und ich habe sogar noch 20 Leben. Also ich kriege jetzt noch 3 Leben. Oh, danke, ey. Danke, danke, danke. Immerhin eins. Ah. Und sogar Weltrekord. Ich glaube, das hat einfach noch keiner geschafft. Deswegen war das Rekord. Oh Gott, ey. Ja, Rekord eingestellt, ne? Schön. Sogar mit 20 Leben noch. Vielleicht kriege ich heute einen neuen Rekord hin. Ich bin schon happy, wenn ich einfach das... Oh, Bowser's Castle. Bowser's Castle. Castle sind immer blöd, aber ich bin schon zufrieden, wenn wir einfach zweimal hinbekommen würden. Das seht ihr dann aber beim nächsten Mal, weil sonst dieser Part einfach viel zu lang geworden wäre. Und ja, wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, auf jeden Fall auch ein Abo. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.